Hallo Minecraft-Freunde. Hallo. Wir sind hier in der Netherfestung und versuchen mal wieder nicht zu krepieren, was ja bei mir offensichtlich sehr schwer ist. Aber zum Glück hat ja noch keiner einen Kill-Counter erstellt. Nein. Geht's hier irgendwo reinwärts? Was ist das hier? Okay, da ist eine Festung in der Festung. Das hier müssen wir eindämmen. So. Okay. Licht. Hallo, Freunde. Oh, 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 ein Wisser. Der peilt uns natürlich sofort an. Na komm. Ich habe keine Angst vor dir. Puh. Oh, eine Brotzeit bräuchte man schon wieder. Heftig. Richtig heftig. Gucken wir mal in die Richtung. Hier muss es da irgendwo einen Eingang geben. Geht's hier noch weiter? Anscheinend nicht. Ist ja mal eine lahme Festung. Okay. Puh. Seid ihr des Wahnsinns? Mit einer werden wir fertig. Komm hier. Wow. Der richtige Sniper. Da hoch vielleicht. Nee, da kann man reingehen. Nee. Wow! Nein! Fuck. Und auch ein neues. Das war jetzt wieder mal ein epischer Fail. Ich hätte mich erstmal um den Spawner kümmern sollen. Wozu brauche ich noch zwei Blaze-Spawner? Und die Frage ist jetzt, wie komme ich da meine Sachen ran? Jetzt habe ich ganze 5 Minuten, die zu erreichen. Nein. Ich will nicht schon wieder bei Null anfangen müssen. Ja, sag ich auch immer. Oh, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Naja, krepieren gehört halt auch dazu zu dem Spiel. Vielleicht sollte ich mal so aus Just for Fun
eine kleine Hardcore-Runde starten und gucken, wie weit wir kommen. Dass ich hier verdammt weit oben bin, ist schon ein kleines Problem. Naja. Sehe ich meine Sachen vielleicht von hier aus? Nö. Dann gehen wir halt den langen Weg. Oh. Das war auch nicht so toll. Aber ich weiß jetzt, wie ich da rankomme. Hallo, Skeletor. Au. Wie komme ich da jetzt nur ran? Das ist die alles entscheidende Frage. Erstmal ein Schwert mitnehmen. Oh, Baumaterial. Nehmen wir das Netherquarz, Rock, Reck. Hätte ich mich doch erstmal auf den Basisbau beschränkt. Aber nö. Und du bist schuld. Ja, genau du. Und du hast ihm dabei geholfen, oder? Nö. Big Man. Nö. Nein, 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 Leute. Ich glaube, jetzt schaffe ich es zeitlich nicht mehr wirklich. Im Zweifelsfall müssen wir wieder Eisen farmen gehen, Steine farmen gehen. Okay, ich hatte ja nicht so viel dabei. Und die Rüstung war ja auch fast schon hinüber. Von daher wäre der Verlust, wenn es jetzt alles despawnt, nicht wirklich schlimm. Ja, Darth Vader ist ja gut. Da nicht viel tiefer gehen. Puh. Hier unter Beschuss zu stehen ist auch nicht angenehm. Nein, jetzt ist es weg. Damn it. Oh, jetzt da wieder hoch. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir müssen zurück in die normale Welt. Okay.
Okay. Muss ich jetzt hier hin? Nein. Das Wetter, lass mich in Ruhe. Kann jetzt eh nichts mehr ausrichten. Oh. Sind richtig viele hier. Lasst mich in Ruhe. Au, 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 au. Boah. Schlimm. Also jetzt heißt es wieder Eisen farmen, Steine farmen. Naja. Hätte ich es beim ersten Versuch schon so gemacht, hätte ich vielleicht mein Zeug wiederbekommen. Aber wie gewonnen, so Terron. Richtige Wertsachen hatten wir ja eh nicht dabei. Hoffe ich. Wie anfällig man plötzlich ist, ohne Rüstung. Hätte ich nicht gedacht. So. Da haben wir hier noch Holz brauchen wir, dann brauchen wir Steine. Nächster Rack schmeißen wir in den Ofen daheim. Ja, zieh mal die Käppi an. Sonst haben wir ja nichts Besonderes. Warte mal. Wo rüben? Mein Hungertod möchte jetzt auch nicht sterben. Reicht das? Oh ja, das ist doch schon mal was. Und die Pilze lassen wir auch hier. Den Netherquarz können wir mal mit nach Hause nehmen. Den Rest lassen wir mal hier. So, da sind wir wieder. Nein, wir bleiben mal hier. Hab ich da Eisen drin? Jawohl. Schmeiß ich da das ganze Netherzeug rein. Dann gehen wir hoch zur Workbench. Und machen uns wieder eine Grundausrüstung. Jetzt brauchen wir Holz. Dann brauchen wir wieder eine Menge Stickies. Naja. Dann brauchen wir Werkzeug in Form von Spitzhacken. Die sind überlebensnotwendig. Dann brauchen wir mal zwei Äxte. Und zwei Schaufeln. Oder sogar drei. Dann sortieren wir das ganze Klump, was wir hier nicht brauchen, in unsere Kiste daheim ein. Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nehmen wir das Glas auch mit. Komm, ich bin jetzt richtig sauer. Eisen. Wuhu. Knochen kannst du behalten. So, was haben wir hier? Unnützes in der Kiste drin liegen. Ah, Gold haben wir. Machen wir uns eine dekadente Goldrüstung. Gutes. Bum, bum. Eins. Mhm. Ach, schmeiß die Mütze hier weg. Oh, Schuhe brauchen wir noch. Das werden da noch Goldschüchen. Puh.
Richtig dekadent. Nee. Schmeiß mal dich da wieder rein. Das Gold auch. Und dann legen wir sie nochmal pennen. Und ich sage, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken. Tschüss.